5 Kilometer entfernt. Wird ja nicht gleich über uns schießen, oder? Ey, Droni, ich hab nichts gemacht, das hat zuerst geschossen, ja? Also, chill mal deine Nuggets. Ich wollte nur mal gucken. Hallo, drehen Sie sich nie so schnell. Kommen nie so schnell hinterher. Ich krieg ja Punkte. So, Freundchen, wie war das gerade eben noch? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit den Kabinen. Ich suche noch ein bisschen Titan, denn scheiß drauf, ich will trotzdem 2 Bohrer noch zusätzlich haben, dann haben wir 4 Bohrer. Ich weiß, dass es nicht nötig ist und ich will es überhaupt trotzdem haben. Also, auf geht's, Titan. Einmal die Karte und ich würde mal sagen, hier ist aber nirgendwo Titan gewesen. Ne? Hier ist Kobalt, hier ist Eisen. Da haben wir den Mond, da haben wir auch bloß Eisen und hier haben wir Kupfer. Das ist nicht das, was ich haben will. Gut, also, auf zum Planeten. Da hatte ich ja Titan vermutet. Genau. Aber wie gesagt, das ist bloß eine Vermutung. So, und dann müssen wir so langsam anfangen, das ganze Zeug zusammen zu rapen. Sprich Gold hoch. Weil, wie gesagt, wir haben ja noch unser großes Projekt. Das wird mal langsam Zeit. Gut, dann müsste ich aber auch noch das andere Zeug. Aber ich habe so, wie soll ich das sagen? So ein paar Türmchen vor mein Ziel immer, also die zurückschießen. Das ist ein bisschen doof. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Am besten wäre natürlich eine Untergrabung. Da haben wir ja mitgekriegt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann einfach von unten angreifen. Den Kern einfach wegsprengen und die außer Gefecht setzen. Aber trotzdem brauche ich ein paar Waffen. Denn, wie gesagt, die schießen zurück. Das ist ein bisschen problematisch. Die sollen nicht zurückschießen. Nur Ecke. Aber gut. Das ist ein anderes Ding. Was ist hier los, Alter? Zieht unser Bohrer vorne die Karre runter, unser Schiff runter oder was? Die Geschwindigkeit sinkt. Naja, gut. Es ist immer noch eine annehmbare Geschwindigkeit. Ich glaube, hier, wie gesagt, hier waren wir bloß einmal drauf gewesen, ne? Den war ein bisschen zu frostig und dann sind wir wieder abgehauen, weil wir nicht gekriegt haben, was wir haben wollten. Gold. Und wie gesagt, scheißegal, ob ich es brauche oder nicht. Erstmal haben. Haben ist besser als brauchen. Ich warte wirklich noch auf den Moment, dass das bloß hier so eine Anzeige ist und zack, bums, ich wirklich gegenknalle. Was wäre man erwachen? So, jetzt mal kurz hier die Geschwindigkeit runterziehen. Dankeschön. Achso, ich habe ja noch ja nicht so groß eröffnet, ne? Außer das Feuer! Das ist bloß Eisen. Gut, dann werden wir mal in das verbotene Gebiet rinrauschen und hoffen, dass ich nicht gleich runter... Falsche Taste, Kabin, aber das kriegst du auch noch hin. Ins verbotene Gebiet. Und wie gesagt, Munition ist da. Wir ballern auch zurück, wenn sein muss. Ihr Kagase. War nicht auch das, was letztes Mal angefangen hat, rumzuballern? Was hast du denn jetzt wieder im Blick? Eine kaputte Drohne. Ja, wenn sie schon mal kaputt ist, dann sollte ich die auch mitnehmen. Ich fahre mal kurz seitlich. Ich fliege seitlich, mein Dick. So. Nase, du scheiß Nase. Na du? Hast einen scheiß Tag hier, aber. Warten Sie mal kurz. Oh, das ist gut. Munition und eine Spule. Das kann ich gebrauchen. Brauchst du mir wenigstens nie herstellen. Und was hast du jetzt beballert? Das ist ein Planet, den brauchst du nie beballern. Ja, er schießt meistens nicht zurück. Was? 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 Da ist nichts! Hör auf! Nur weil wir davon ein bisschen haben, heißt das nicht, dass du alles hier verprassen kannst. Ich habe gedacht, ich war schon eingestiegen. Ich muss weg. Jetzt ist hier Doppelballerei, oder was?
Die haben jetzt richtig Spaß. Achso, weil da noch eine ist. Naja, gut. Dann macht sie doch mal weg. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, was hast du für uns? Aussteigen. Hui. Ja. Gratis. Gratis ist doch immer gut. So. Und ich bin jetzt, wie gesagt, eigentlich brauche ich ja nicht auszusteigen zum Bohren. Ich habe ja unsere gute Bohrhase. Prometheus. Na, du Kanonending, du willst auch nochmal ballert werden, wa? Tja, Handy, es tut mir leid, ich kann dich gerade nicht aufladen. Mein Handy meldet sich gerade. Bitte fütter mich. Bitte. Ich hab doch keinen Strom mehr. Besser ist es. So, warten Sie mal. Ich mal hier so, kannst du mal hier wegnehmen? Es mäht nicht. Doch, jetzt schon. Das ist ja wie Silvester. Endlich kann ich mal zurückschießen und die treffen mich nicht. So, hinunter. Ja, ja. So, kann ich mir auch Munition und so besorgen? Ohne Produktionskosten. Nee, war doch richtig. So, jetzt mache ich nochmal einen Ping. Da lang. Sehr viele Ressourcen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das finde, was ich suche. Genau. Was haben wir hier? Hier sind aber auch viele Ressourcen. Ich sollte erstmal hier raufkicken, ob der überhaupt Titan hat, ne? Also, Magnesium hat auf jeden Fall. Eisen. Oh, shit. Sie sind hier falsch. Mr. Karbin. Habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ach, shit. Na gut, ich kann aber... Aber das Magnesium nehme ich jetzt mit. Na ja, gut. Das funktioniert dann doch nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Muss man noch ein bisschen üben. Ich habe gedacht, ich kann mir jetzt so durchbohren, aber das war wohl eine Fehlinformation. So. Aber vielleicht kann ich ja schon mal ein bisschen vorfräsen. Da täte doch auch was sein, oder? So, jetzt muss ich erstmal gucken, ganz genau, da war das, ne? Also. Okay. Es war doch eben noch da. Jetzt ist es weg. Habe ich nun gemacht. Achso, das ist hier unten. Es ist unter uns. Na denn. Ah, ich habe so das Gefühl, also irgendwas sagt mir, dass das so nicht funktioniert. Obwohl, ich könnte ja eigentlich so machen und dann... Ich muss bloß ein bisschen größer abbohren, dann müsste das doch auch funktionieren, oder? Aber das geht nicht schneller. Also kann ich schon mal festhalten, mit unseren zwei Bohrer ist das auch nicht so wie geplant. Gut. Okay. Aber ich habe schon mal Vorarbeit geleistet. Vielleicht brauche ich ja dann doch nicht mehr so weit. Ups. Bleib schön hier stehen. Alter, ist das ein Krater. Juhu. Ich sehe wieder nichts. Naja, gut. Ja, ein paar Meter sind es schon, was ich gespart habe. Aber wie gesagt, vielleicht macht es ja denn Masse. Jetzt muss er da durch. Und gleich muss ich da durch. Mhm. Kälte und so.
Gut, dann muss ich dann doch nochmal nach Hause oder so. Ja, ja. Mann, den kannst aber auch nichts recht machen. Das geht doch so nicht. Schon auf mich. Ja, ist doch gut, Mann. Na gut. Na, dann wart ja wohl nix. Dann fliegt mal wieder zurück. So. Naja. Schnell ins All. Es geht schnell. Es geht doch halt. Gar kein Problem. Kostet aber, wie gesagt, Nahrung. Das ist ein Problem. So, mal schnell abbremsen. Ich muss mal kurz aussteigen. Essen im All ist immer am besten. Kann ja jeder essen. Aber im All? Das ist schon eine Kunst für sich alleine. Siehst du? Schmeckt gleich besser. So, also. Ich könnte auch hier hinfliegen. Oh, mach ich doch einfach mal. Was soll's? So, ich muss da lang. Drehen. Ja, und zack. Und Yasim und K. Die haben jetzt hier erreicht. Gehen Sie sich bitte zurück. Moment mal. So, was haben wir denn da? Wir haben da zwei, das fliegt rum, das andere aber nicht. Könnte sein, dass das andere kaputt ist. Also quasi loopbar. Und das ist bloß 5 Kilometer entfernt. Wird ja nicht gleich über uns schießen, oder? Seitdem ich das letzte Mal hier das eine Mal von so einem Ding beballert worden bin, alles, was diese Farbe hat, ist erstmal gefährlich. Rot? Hä? Papa, ah, siehst du, warte mal, ich mach dir nochmal ein paar Ping kurz davor und dann werde ich auch Waffen umstellen. Und mitballern. Wenn wir rumballern, also wenn unsere rumballern, dann baller ich mit rum. Das sieht aber komisch aus. Das sieht aber gefährlich aus. Eine Gasraffinerie. Ist die gesichert? Stimmt, wa? Ja, is it? Ey, Droni, ich hab nichts gemacht. Das hat zuerst geschossen, ja? Also. Schill mal deine Nuggets. Ich wollte nur mal gucken. Ich bin eben halt ein sehr neugieriger Mensch. Also. Hab ich doch gesagt. Alles mit dieser Farbe gefährlich. Für mich. Dann sollte ich das auch erstmal sein lassen. Dann nehme ich erstmal die Meteoren unter Beschlag. Und guck mir das an. Was für eine aggressive Stimmung. Ich brauche kein Eis. Eis brauche ich nicht. Ach, geht lieber set mal rein. Aber da ist aber auch noch was. Jetzt ist es weg. Na, wie gesagt, auf dem Mond finden wir es auf jeden Fall. Da finden wir noch ganz andere Sachen. Ach, da ist schon wieder das Vieh. Die Drohne. Die kommt doch jetzt nicht hinterher, oder? Diese Kackdrohne. Ich mach die platt. Och, das ist auch schon wieder Eis. Aber ich könnte das in der Lage da abbauen. Aber, nee, könnte ich nicht, das ist mir ein bisschen zu weit weg. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Gut, dann hat sich das hier auch erledigt. Bleibt bloß noch der Mond. Na denn, ab zum Mond. Oh, also das Augensymbol zeigt mir wohl an, dass er mich gesehen hat. Da hinten.
Könnte sein, oder? Es wurde gesichtet. So. Fliegt mal den entgegen. Vielleicht kriegt den ja weggeballert. Und vielleicht kann ich den. Siehst du jetzt, dann sieht er mich. Ha! Warten Sie mal, ich muss mal drehen. Sag ich doch. Wurde gesichtet. Hallo? Drehen Sie sich nie so schnell. Kommen nie so schnell hinterher. Der Ding ist vielleicht Ihr Lenkerwege. Aber ich glaube, ich habe es jetzt kaputt gemacht. Toll, ich werde es nie wiederfinden. Doch, da ist es. Na du? Hast du den mit dem Falschen angelegt, wa? Ich frage mich, warum du brennen tust. Du bist hier im All. Das ist dir schon bewusst, oder? Eigentlich solltest du nicht brennen. Das ist ja nie möglich. Dafür existiert hier viel zu wenig. Das passt ja nie hin. Schon wieder. Das haut doch ja nicht hin. Viel zu wenig gibt es nicht. Es gibt zu wenig Sauerstoff hier. Genau so. Viel zu wenig. Viel und zu wenig passt nämlich nicht zusammen. Nichts bleibt nichts. Da gibt es nicht mehr. Von nichts gibt es keine Steigerung. Gar nichts ist ein Konstrukt. So, hat der jetzt uns das Licht weggeballert oder? Nee. Achso, ich habe ja immer noch hier Nachtsichtgerät. Hier sind die Borg. So, das Problem. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Aber erstmal schönen Gruß runterschicken, ne? Die werden es schon verstehen. Das ist der Mond. Ich glaube, der hat mir wirklich das Licht ausgemacht, wa? Gleich mal nachschauen. Ich habe so das Gefühl, das Licht ist aus. Lithium. Alter. Sind wir nicht letztes Mal auch hier gelandet ohne Licht? Ich kann mich daran erinnern. Da waren so ein paar Sachen, die ich schwer in Erinnerung habe. V-Licht. Nö, das Licht ist doch da. Hallo Licht? Was soll denn das? Warum bist denn du nicht hier lichtet? Achso, weil ich es nie gesehen habe. Entschuldigung. So, Silizium will ich gar nicht. Wie gesagt, ich brauche Titan. So, und da haben wir noch ein paar Erze. Oder ist auch die Base, ne? Und genau in diesem Moment wird der Dusch da hier. Das ist nicht dein Ernst, oder? Bist du aggressiv? Rein theoretisch schon, ne? Ihr seid immer aggressiv. Stellt mir gerade die Frage, ob ich euch außer Gefecht setzen soll. Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mann! Donny, jetzt schon! Was soll denn bitte? Jetzt reicht's. Sturzangriff. Das schießt mich jetzt nicht raus. Gut, das muss ich dann doch nochmal durchdenken. Er trifft mich immer. Natürlich trifft er mich noch. Hallo, Mond, was soll das? Ich habe die Orientierung verloren. Der Mond ist zu dunkel. Ja, warten Sie mal. Da ist das letzte Wort noch nie gesprochen. Obwohl es sehr, sehr kalt hier ist. Ich mach dich weg. Oder du mich. Ich hätte mal vorher abspeichern sollen, oder? Warum habe ich denn jetzt keine Munition mehr? Doch, habe ich. Sag mal, treffe ich dich, oder? Ich glaube, die ist ausgeschalten. Ja, das war noch nicht. Das war es immer noch nicht. Immer noch nicht. Er braucht aber ganz schön viele.
Ich treffe aber. Ich krieg ja Punkte. Siehst du, habe ich doch gesagt. So, Freundchen. Wie war das gerade eben noch? Mit der Rumgeballer? Jetzt wird erstmal hier Loop. Hey. Alles gut. Ich weiß, dass es nicht so gut ist. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt nichts nochmal kommt. Hier nichts nochmal. Ne? Also, haha. Warten Sie mal. Sicht. Na gut, wir werden schon irgendwie rinkommen. Jetzt sollte ich auch die Knifte in der Hand nehmen. Ihr habt zuerst angegriffen. Lebt damit. Oh, das dürfst du nicht machen, Spiel. Das ist shit. Oh, du kannst schon mal nicht spawnen. Und du kannst auch nicht mehr spawnen. Weil du bist nämlich tot. Jetzt euch helfen, ihr Pennase. Dankeschön. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Nahrung. Erstmal eine schöne Alien-Wurst. Kann ja nicht schaden. Nase, jetzt hör auf zu jucken, sonst fließt da raus, Milz. Wie ist das, da habe ich schon öfters gesagt, aber irgendwann mache ich das wahr. Mach ich ihn hier auf Michael Jackson? Entschuldigung. Man soll sowas ja nicht machen. Das böse Karbin. Das gibt ganz böse Karma. Was war das eben? Was schießt hier? What schießt? Ach so. Warum hat das jetzt erst angefangen zu schießen? Ich guck mir Hax Peter. Oh mein Gott, mit der Munition kann ich doch mit der machen. Der hat bis zum Schluss gewartet, der Penner. Ich warte, bis der Lebensenergie hat, der Penner. Und den Micken auseinander. Entschuldigung. Der kam erst hier raus, ja? Der hat gesehen, dass ich da durch wollte und dann habe ich irgendwas ausgelöst. In ihm. Und hier irgendwas? Ja, zwei Dudes. Der ist schon mal weg. Und der hat es nicht anders verdient, der ist auch weg. Spawner? Seht ihr einen Spawner? Seht ihr einen Spawner? Erstmal looten! Man kennt das von mir. Hab ich das jetzt? Nee, hab ich nicht. Sonst hätte ich's ja. Achso, deswegen hab ich's nie. Macht Sinn. Entschuldigung. Können sie nicht spawnen. Manchmal ist es ganz gut, dass es nicht so schnell funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. So, ich gehe mal schnell zum Schiff zurück. Denn ich brauche Platz. Der Kabin ist wieder losgeflogen. Voll lootbereit. Achso. Ich wollte jetzt gar sagen, haben die uns die neuen Bohrer weggeknallt? Dann raste ich aus. Aber nein, ich hab's ja versiegelt. Ja, genau. So, warten Sie mal kurz. F4. So. Nee, normale Frachtbox. Nee, obwohl, warten Sie mal kurz. Das kann ja eigentlich in den Container rein. Da gehört das ja auch rein. Aber das kann darin. Der Kabin braucht mehr Platz. Also macht er sich mehr Platz. Sonst platzt ihn der Kragen. Brauche ich jetzt noch irgendwas nicht? Das brauche ich jetzt auch erstmal noch nicht. Cash lasse ich hier auf der Tasche. Das bleibt auch hier. Und den Rest hätte ich schon irgendwann mal gebrauchen können. So. Ich bin wieder bereit. Lassen Sie mich rein.
Bitte schüpft da unten jetzt nichts ein. Ich habe ja alles abgemuckst. Na, obwohl, die Türen sind ja noch da. Hatte ich nicht irgendwas gesagt, bevor ich sowas mache? Hol ich mir erstmal bessere Kniften? Ist ja ganz gut, dass das funktioniert hat. Irgendwas habe ich zerstört. Aber nicht ihn. Warten Sie mal kurz, ich brauche ein bisschen Munition. Zum Schießen. Nur zum Schießen. Weil ab und zu kriegt es noch hin. Oh, jetzt mal. Da ist der Spawn. Ha! Nix da Spawn. Aber ich hab so das Gefühl, hier ist noch ein Geschützturm. Irgendwas sagt mir das. Das ist immer so. Immer wenn ich mir zu sicher fühle. Schön Schmackofatz machen, dann hast du nämlich auch Lebensenergie mehr. Macht Sinn, wa? Schön, dass ich die Schränke weggeballert habe. Aber das war taktisch gewesen, so konnte er sich nicht mehr verstecken. Ich sehe dich. Du mich auch? Gut, aber es ist tot. Und da ist der Kern gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Bitte sei jetzt nichts anderes Tier. Achso, jetzt ist es erst kaputt gegangen. Junge, nee. Selbstzerstörung. Ist doch klar. Deswegen habe ich das doch gemacht. Holy moly. Na, habt ihr euch erschreckt? Wahrscheinlich nicht. Ihr wusstet ja Bescheid. Ist alles meint. Moment, Mike, sollte das einzeln abbauen. Ha, hatte ich das nicht gesagt, ja? Stück für Stück. Jetzt muss ich ganz mal gucken, wie ich hochkomme. Tja, legt euch nicht mit mir an. Mache ich euch kaputt. Versprochen. Lampe. Das Blöde ist, jetzt ist es dadurch auch viel, viel kühler hier draußen. Der Rest fehlt ja wieder. Meins. Meins. Aber das ist ja halt nur Billard-Eisen. Kein Titan, was ich eigentlich haben wollte. Ah ja. Aber das ist ein Beweis, der wird uns nie wieder beschießen. Mit Sauerstoff hätten wir auch so im Boden in arbeiten können. Gut, ich habe gedacht, das muss irgendwie so quasi an Sauerstoff rankommen. Das ist ja dumm, dass ich sowas denken konnte. Ich habe gedacht, realistisch und so. Wahnsinn. So. Hey, hey, hey. Warum stürzt du nicht ein? Achso, deswegen. Nein! Meins! Ich hab gesagt, meins! Nein, ich komme da nicht mehr ran. Es ist zu spät. Tatsache, zu spät. Naja. Ha! Nix ist zu spät. Niemals! Ja, ja, doch. Ich hab mich schon gewundert, warum du so lange aushältst. War schon ein bisschen verwundert. Wundernderweise. Na, Hummel? Jetzt kann ich dich endlich wieder anmachen. Das ist mir lieber. Verteidigungstechnischerweise. Achso, das waren gerade. Ja, die Bohrer. Ich hab's verstanden. Wollte jetzt gerade sagen, was waren das denn? Was soll denn das? Hummel, hä? Hummel, Hummel, Teterä oder was? Mal sowas nicht. Ja, umso weniger Material muss ich herstellen. Wie gesagt, wir haben ja mitgekriegt, dass das schon ganz schön viel ist, wenn man das hier abbaut. Das ist nicht zu verachten.
Ich hab so die Fülle. Überschritten. Hummel! Ich brauch mal deinen Platz. Platzt mir gerade. Oh, hier ist ja auch... Achso. Ist ja noch ein bisschen Nahrung drin. Naja, gut. Ein bisschen Platz. Ja? Das kriegen wir doch noch hin. Diese halbe Base. Ja, du Schatz. Da sind die Tarnplatten gewesen. Genau das, was ich brauche. Oh, halbieren. Hummel? Was siehst du, was ich nicht sehe? Es wurde mir geraubt. Nee, du warst bloß so langsam. Schneller, Kabin, schneller, du musst schneller sein. Schneller, schneller, schneller. Warum kommt nicht alles einzeln runter? Tja, Körper, jetzt musst du aushalten. Bis zu eine Frostbeule geht es ja noch. Siehst du? Wo muss jetzt hin? Du. Was ist denn jetzt runtergefallen? Das muss ich mir mal gleich näher anschauen. Ja, doch. Oh. Gut, aber ich kann schon mal was anderes nachschauen. Ja, ist doch gut, Mensch. Wo habe ich denn das? Ja, ist doch gut. Ja, halt, Schnicke. Fabrik. Nein, das ist nicht. Wo ist denn unser Schiff? Achso, ich muss jetzt erstmal den Schiffel anklicken, oder was? Genau, das ist jetzt halt noch drin. Boah, ich habe jetzt echt schon angefangen zu schwitzen. Ja, ist ja halt blöd. Gut. Aber das bringt mir doch jetzt ja nichts. Da siehst du, ihr sagt ja, ist ja voll. Ich bin voll. Was das soll. Kannst du halt nicht als Eisen... Ach nee, Stahlbahn. Ech, Mensch. Hey, warten Sie mal, dann mache ich das darin. Das kann ja ruhig darin. Das wird ja einfach weiterverarbeitet. Und da brauche ich nicht. Was ist denn eigentlich, wenn ich den Bohrer darin die Railgun. Der Railgun drin schmeiße. Schmeiße nicht. Das lasse ich lieber. Das lassen wir. So. Jetzt gehen wir mal nach. Siehst du? Aber ich bin doch schon drüber. Ihr kriegt das bestimmt dann auch wieder, ne? Ganz sicher. Denn das schon mal nicht. Siehst du? Der verarbeitet gleich weiter. So wie ich es mir gedacht habe. Wie ich das letzte Mal auch gezeigt habe. Gut, was soll er denn damit machen? Mhm. Ey, das ist aber noch so viele, wa? Gut, Goldbarren, das kriegen wir noch hin. Die muss ich mir so herstellen, aber das kriegen wir bohrenderweise hin. Und dann? Ja, und dann? Dann sind wir größer unterwegs. Ich hoffe, dass die Hummel darin passt. Aber eigentlich sollte es so groß sein, dass die Hummel gar kein Problem hat, darin zu passen. Jetzt mal hier komplett runterfallen, wollte ich gerade sagen. Nicht hier kleckerweise, ist ja mal. Soldat! Kleckertet oder was? Das ist viel zu dunkel. Auf der dunklen Seite des Mondes oder was hier?
denn hier noch? Ja, du bist mir auch keine Hilfe. Könntest ja wenigstens ein bisschen anfangen zu strahlen. Wärme, Licht oder sonst irgendwas. Was wäre mir ja total egal. Wenigstens ein bisschen was. Oh, oh. Warten Sie mal, ist da noch was? Ja. Ich tippe einfach mal 300. Aber der macht ja nicht alle draus, ne? Ja, da sind noch 8% drin. Ach so, kein Platz. Sag es doch. Na, Kabin, kein Platz, wa? Gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Bin gleich wieder zurück. Da muss Loot gerettet werden. So, ich bin schon lange drin. In the boat. Gut, dann muss ich das erstmal halt hier wieder zurück. Nee, meinen Sie mal den Sauerstoff? Nee, den Sauerstoff, den lasse ich mal hier. Kann ich das nicht auch gleich mal wieder auftanken? Ach, das lasse ich da hier. Ich muss das alles hier so richtig schön sortiert dann später zum Bauen des Schiffes rinschmeißen. Sonst wird es nichts. F. Und nochmal zurück. Flog das denn besser? Als wenn ich jetzt hier alles einzeln abbaue. Ey, ich meinte Rindschmeiße, so. In das Schiff, meinte ich. Und so kriegen wir auch die Sachen, die versteckt sind. Die waren sie. Hey, der Witzka! Da ist mir aber was auf den Kopf gefallen. Achso, war ja schon abgebaut. Ey, du sollst nicht einzeln runterfallen. Was soll denn hinter? Danke. Naja, gut. Sie haben es nicht anders verdient, ne? Die haben zuerst angefangen zu schießen. Ich habe mich nur verteidigt. Oh, Titanplatten. Ah, wie gesagt, das ist hier alle Titan. Warten Sie mal, hatte ich nicht irgendwo noch nahrungstechnischerweise, wollte ich gerade sagen. Da war doch noch was. Und die Titanplatten, die ich eben neu gesehen habe, könnte ich da trotzdem schon in den Schiff reinschmeißen. Empfehlen Sie mir. Achso, habe ich ja schon genug. Na, scheiße, ich habe gedacht, ich kann die auch so wie das. Entschuldigung. Stapelnderweise. Na gut, aber wenn ich Titanplatten habe, dann kann ich ja auch quasi die Hummel reparieren. Das ist ja dann noch besser. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ach gut, ein paar Titanbahnen. Na gut. Ihr sagt. Wisst ihr was? Ich baue das schnell ab. Dazu braucht er, da braucht er nicht zu kicken. Ich hoffe, euch hatte trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann kicken wir mal weiter schifftechnischerweise, was ich noch holen muss. Wie ihr seht, wir haben es ja fast geschafft. Also, macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.